Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder mit einem Tippvideo. Genau. So, bevor wir die Tipps direkt starten, lasst auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich mega drüber freuen, wenn du Abonnent meines Kanals wirst. Und wir starten direkt mal mit den Tipps. Wir schauen uns mal an die Partien. Tada, da sind sie. Ganz neues Format hier mal von meinem Mann. Sie sieht richtig super aus. Will Nico da unten abchecken. Genau. Ja, kommen wir direkt zu zum ersten Spiel, was am Freitag, also praktisch heute Abend ist. Und zwar Bochum gegen Hoffenheim. Und das macht natürlich realistisch gesehen Hoffenheim. Und deshalb sage ich 2-1 Hoffenheim. Ja. Kann man so eintippen, kann man so machen und kommen direkt zu den Samstagsspielen. Und zwar das erste Spiel ist Bayern München gegen Frankfurt. Ja, ich könnte mir da auch vorstellen, dass Frankfurt das macht. Und da Bayern, ich nicht so finde, dass sie so gut sind momentan, sage ich so an 2-1 Frankfurt. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir das, Leute. Und wenn mein Bauch sagt, ey, tipp auf Frankfurt, dann muss ich auf Frankfurt tippen. Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. RB Leipzig gegen Dortmund. Ja, ich sag Dortmund, Leute. Dortmund. Mein Bauch sagt auch Dortmund. Also machen wir Dortmund. Ich sag 3-2. Es wird ein sehr enges Spiel werden. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Tipp. Und zwar Freiburg gegen Wolfsburg. Erstmal muss ich gucken, wo die sind. Freiburg ist da und Wolfsburg ist da. Okay, 8 und 13. So, normal, realistisch gesehen würde Freiburg das machen. Aber da ich ja immer auf die Wölfe tippe, sag ich Wolfsburg. Ich weiß nicht, manchmal habe ich einfach Glück und dann sagt mein Bauchgefühl mir so, ja, ey, Wolfsburg, und dann macht Wolfsburg das. Ja, so, und jetzt kommen wir zum besten Spiel am Wochenende, wo sich auch die Bundesliga meines Erachtens lohnt, und zwar vom besten Verein, und zwar Werder Bremen. Genau, wir spielen in Augsburg. Und das gewinnen wir natürlich. Ist ja logisch, ne, Leute? Also, was anderes steht gar nicht zur Debatte für mich. 3-1, sag ich. 3-1, super Tipp. 3 Tore für uns, ein Tor wenigstens für Augsburg. Augsburg kann sich ein bisschen freuen. Und wir können uns dreimal freuen. Genau, was habt ihr getippt bei Werder? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare rein. Und jetzt kommen wir zu Leverkusen. Ist das schon Top-Spiel, Schatz? Leverkusen, Stuttgart, das ist schon ein Top-Spiel. Und zwar Leverkusen gegen Stuttgart in Leverkusen. Und da Stuttgart ja verloren hat gegen uns, hoppla, hoppla, sind die natürlich sehr, sehr schwach. Und Leverkusen ist eine Maschine. Und deshalb macht Leverkusen das. Ist ja logisch. So. Und deshalb sage ich Leverkusen 2-1. Ja. So. So, das waren die Spiele bis Samstagabend. Schreibt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare rein, wie wie ihr getippt habt, ob ihr gleich seid oder nicht. Und würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr die Tipps gerne mal in die Kommentare schreibt. Und jetzt fangen wir direkt mit den Sonntagsspielen an. Und zwar Borussia Mönchengladbach gegen Union in Gladbach. Das könnte ich mir ein Unentschieden vorstellen, weil die sind auch so untereinander, Leute. Und ja, mein Bauchgefühl sagt mir auch Unentschieden. Ich sag 2-2. Ist ja sonst langweilig, weißt du, wenn keine Tore fallen. So, man geht ja ins Stadion, um zu jubeln, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Mainz gegen Köln. Puh, ich gönne es aber den Kölner, Leute. Ich gönne es wirklich den Kölner und deshalb sage ich 2-1 für Köln. Es tut mir leid, die Mainzer. Sorry. Ja. Kommen wir zum letzten Spiel am kommenden Wochenende der Bundesliga. Und zwar in Darmstadt in Heidenheim. Und das macht im Normalfall Heidenheim. 2-1. Genau. Wir sind somit auf Platz 11, was mir nicht so gefällt. Ich würde mich sehr, sehr gerne sehen auf Platz 9 oder 10. Das fände ich jetzt viel besser. Aber na gut, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin. Genau, das waren meine Tipps am kommenden Wochenende. Was tippt ihr? Schreibt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare rein.
Und ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. So schnell gehen meine Tipps, Leute. Und ja, ich mache jetzt mal die normale Kamera, Leute, damit ihr mich wieder komplett groß seht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr gerne freuen über einen Daumen nach oben. Wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich auch freuen, wenn du Abonnent meines Kanals wirst. Schreibt in die Kommentare eure Tipps. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall in den Kommentaren sehr, sehr aktiv sein am Wochenende. Und ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ganz, ganz viel Spaß im Stadion, vor dem Fernseher, im Livestream von meinem Ehemann. Genau, vielleicht sieht man den einen oder anderen im Livestream. Ich bin leider nicht dabei. Also ich werde in der Halbzeit dabei sein, aber mein Mann wird diesmal den Stream machen. Wird immer Zeit, immer, ne? Können die dann nicht arbeitslos machen? Das geht ja nicht, ne? Und ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Familien und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!